Herzlich willkommen zur nächsten Dark Souls 2 Episode hier auf Wiedler Games for You. Ich bin Soivo. Und ja, wir haben das letzte Mal eventuell den ersten Bossraum gefunden. Zumindest hat es einer da hingeschrieben, deswegen sind wir ja dann abgehauen. Ganz, ganz feige. Und versuchen jetzt erstmal hier in die andere Richtung noch zu kommen. Und die hier so ein bisschen loszuwerden, die Gegner. Irgendwie nervt mich, dass hier gerade das rum rückwärts gelaufen. So, zack. Eins, zwei und drei. Und nochmal. Der müsste eigentlich schon tot sein. Ja, perfekt. Das ging easy. So. Den machen wir wieder weg, damit die relativ zeitgleich ausgerottet sind, einfach. Die Scheißviecher. Oh, nicht so gut, wenn er dann den Highspeed wieder reinlegt. Das hasse ich wie die Pest, muss ich sagen. Diese Highspeed-Attacke. Aber egal. Lässt sich ja schlecht ändern. Nicht aufregen. Oh, da holt er sein Schild raus, der Spaß. Komm schon. Was war das denn? Warum drehst du dich denn da erst um? Du verrückter Kerl. Ach, herrje. Weg mit dir, danke. So, heilen wir uns erst nochmal, bevor wir darüber gehen, mit dem langen Schwert zu dem Kali. Der ist nämlich ein bisschen bitter. So, wenn wir die beiden tot haben, kommen wir hier, also ausgerottet haben, dann kommen wir hier richtig weiter. Also die zwei hier in dem runden Raum, nicht die beiden hier. Nicht, dass ich mich jetzt hier falsch verstehe. Weil bis die hier ausgerottet sind, da vergeht erstmal noch ein bisschen was an Zeit. So, jetzt rennen wir erstmal ein paar Meter. Und weiter ballern. Und weg mit dir. So, der wird eher wieder nicht klappen. Wir rennen trotzdem mal ein paar Meter weg und versuchen es einfach. So, den hier vielleicht wieder runtergestummt kriegen oder so. Das wäre ganz geil. Bap, bap, bap. Ich glaube, hier dreht er jetzt gleich wieder um, der Verrückte irgendwie. So war das doch, glaube ich. Oh nein, jetzt ist hier so ein Deppi reingekommen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich will ja eigentlich nur raus. Kann Leuchtfeuer nicht benutzen, ja super. Sind wir hier kaputt gemacht von so einem Depp oder was? Wo ist der denn? Ich habe da gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Wir werden dann hier vorne irgendwo sterben, dass wir unsere Seelen wiederbekommen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir unsere Seelen wiederbekommen können, quasi. Hier ist irgendwo ein Depp reingekommen zu uns und er ist jetzt irgendwie nicht da. Soll die Scheiße. Das ist doch kacke. Der stört mich jetzt voll. Super, raus geht's auch nicht mehr. Da vorne ist er. Ja, super, wie der schon aussieht alleine. Das für ein Joke. Kann nur hoffen, dass er blöd genug ist und irgendwo runterfällt. Das ist letztendlich nur eine einzige Hoffnung, die ich haben kann. Gegen den. Ja, super, hau mich einfach kaputt. Macht total Sinn, Mann. Ach.
Macht keinen Sinn, meiner Ansicht nach. Und am Ende sind unsere 3.500 Seelen jetzt weg. Genau darauf warte ich, dass man die nicht wiederbekommt. Ach, herrje, ach, herrje. Wahrscheinlich wird es echt so sein, dass wir sie nicht wiederbekommen. Bisschen scheiße. Ärgert mich. Na, wir kriegen sie scheinbar wieder. Dann ist es mir Latte. So. Ja, da hatten wir unseren ersten Eindringling in unser Game. Aber der war definitiv schon ein bisschen höher als wir mit seiner krassen Ausrüstung mit Hörnern und was weiß ich nicht alles. Was soll's demnach? Wenn man die Sachen wiederbekommt, ist es mir egal. Und meine einzige Hoffnung war wirklich, dass er da irgendwie in ein Loch reinfällt oder sowas. Ohne Zauber, ohne alles zur Verfügung. Von daher, was soll's? Hat aber doch eine ganze Weile gedauert. Gab es jetzt Folge 16 oder sowas? Und da hat es doch eine ganze Weile gedauert, bis da mal jemand zu uns ins Spiel kam, um uns wegzubashen. Geht eigentlich. Hätte nur noch gefehlt, dass wir gerade irgendwie am Boss sind oder so, wenn das das erste Mal passiert. Das wäre lustig gewesen. Bisschen zumindest. Ich wollte gerade sagen, fängst gar nicht wieder an, obwohl ich neben dir stehe, mein Freund. Da stimmt was nicht. Aua, das war nur ein Schild. Was, du hast mich erwischt. Wie hast denn das gemacht? Du verrücktes Ding. Egal, weg ist er. Das war ganz ordentlich, dass wir dem eben so mili-mäßig auf die Mütze geben konnten. So haben wir nämlich ein paar Zauber mehr, um den hier wieder wegzukriegen. Ein paar Meter Abstand gewinnen. Anklicken, weiter zaubern. Hau mal zu, mein Freund. Genau, dann kann man nämlich ein bisschen besser anzaubern, weil du da eine ganze Weile beschäftigt bist. Ach ey, wo kommst du denn daher? Da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Stirb bitte, danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, gegen dich habe ich eh gerade keine Schnitte. Wir verpinkeln uns gerade mal, weil wir haben fast 5000 Seelen. Und die möchte ich jetzt nicht da blöd verlieren. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wobei, wir können eigentlich mal uns heilen. Und dann können wir doch vielleicht versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Sind mal ein bisschen mutig diesmal. Bisschen zu mutig, glaube ich. Ich habe es gerade so gesehen. Ich wollte halt gern versuchen, ihn irgendwie in den Abgrund da reinfallen zu lassen. Das hat aber nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach ey, ach ey. Was machst du denn da? Hat er mich? Schade. Der kann man wirklich nur gut ins Abgrund stümpen, wenn er entweder genau davor steht oder das Schild gezückt hat und dann nur am Blocken ist. Das sind die zwei Momente, denke ich, wo man ihn da versuchen kann, in den Abgrund reinzustumpen.
Aber was soll's, da wo die jetzt die Seelen liegen, kriegen wir die easy wieder. Und das ist immer mein Hauptziel, dass wir die Seelen nicht an einem Platz verlieren, wo wir sie nicht wiederkriegen können. Zumindest wenn es so viele halt sind. So. Sind beide immer noch da. Ganz schön krass eigentlich. Ah, fuck it. Das war ein bisschen ins Nirgendwo geballert. Komm schon, du verrücktes Tier. Bam, bam, weg bist du. Perfekt. 5000 Seelen, ey. So viel hatten wir, glaube ich, noch nie. Auf einmal. Nächster. Da holt er aber richtig aus, eben hier der Sausack. Bap, bap, bap. Oh, Schild. Du Sauhund. Lass dein Schild bitte eingesteckt. Hast du nicht. Wenn du mich fragst. Zumindest. Weg mit dir. Danke. So, und den nächsten noch. Den sollten wir ja wieder schaffen mit neuen Zaubern. Bam, bam. Da kommt nämlich der andere Depp, da müssen wir gerade aufpassen. Ist mir wieder eingefallen, noch rechtzeitig, Gott sei Dank. Ach, herrje. Weg mit dir, danke. Und weg hier. Alles gut, alles gut. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal skillen. Vielleicht können wir nämlich die Waffe jetzt auch ausrüsten. Das wäre ganz geil. Bin ich der Meinung. So. Zack, Reisen ab nach Majula. Zack, zack. Der eine Kerl, der da wahrscheinlich bei uns eingedrungen ist, der macht den ganzen Tag nichts anderes, solange er so Teile dafür hat. Schätze ich einfach mal, weil das wird sich für den wahrscheinlich auch bezahlt machen, da so kleine Nubbels wie uns abzufarmen und dann da ordentlich Seelen rauszuziehen, schätze ich mal. Als wenn er da rumgeht und selber Gegner tötet. Stärke brauchten wir 10. Machen wir noch Geschick auf 9. Ich glaube, das müsste dann reichen, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Erstmal das hier weg. Zack. Ausrüsten. Waffe. Feuerschwert. Genau. Wir können es jetzt anziehen. Sehr geil, muss ich sagen. So, haben wir auch unsere ganzen Punkte ausgegeben, die wir so hatten. Bin ich mal gespannt, was das jetzt so bringt. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch in der Episode. Einfach um zu gucken, was die Waffe so kann. Auch wenn wir jetzt kurz vor 15 Minuten sind. Blutungsstein. Verändertes Titanit. Leiht Waffen die Fähigkeit, Blutungen hervorzurufen oder bietet Blutungsabsorption für Schilde. Absorption. Matte Glut. Eine Glut, die ein mattes Licht verströmt. Okay. So.
Ab zur nächsten Runde. Oh, der erste ist weg. Dann können wir den doch versuchen, den Mili-Kanal-Kampfkram einfach mal kaputt zu machen. Wie rückwärts geht es denn dumm? Schon Schild rausgeholt hier, der Verrückte. Macht gar keinen Sinn, wenn er mich fragt. Komm her, was soll das? Okay, macht schon ordentlich Damage, finde ich. Die lohnt sich, die Waffe, auf alle Fälle. Da kann man ehrlich mal rein einfach so im Nahkampf umschnetzeln. Aber da hat er uns erwischt. Aber egal, wir haben trotzdem ihn komplett im Nahkampf umgehauen. Das ist super. Und hat richtig Schaden gemacht. Eigentlich so viel wie ein Zauberer von uns. Finde ich heftig. Frage ist, wo kriegen wir mal einen neuen Zauberstab her, dass das unsere Zauber auch mit uns machen, quasi. Sodass wir doppelt so viel Zauber-Damage irgendwie mal machen. Die Waffe ist auf jeden Fall nicht übel. So viel steht fest. Und dann gucken wir mal, dass wir den da vielleicht auch einfach im Nahkampf machen. Der war ja easy. Super gut. Also die Waffe hat sich echt bezahlt gemacht. Jetzt können wir, denke ich, hier oben tatsächlich den einen Kerl mit wegmachen, weil wir ja noch super viele Zauber haben. Das ist heftig. Also das hat sich richtig bezahlt gemacht, die Waffe da zu holen aus dem Wurmloch. Und auch die Skills dafür zu machen. Ich denke, wir können jetzt als nächstes erstmal wieder ein bisschen uns auf Zaubergeschichten konzentrieren. Aber ich denke, das hat sich echt bezahlt gemacht. Wenn ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das so einer ist, den wir die ganze Zeit schon wegmachen. Oder ob das irgendwie eine stärkere Variante davon ist. Ansonsten könnten wir den ja auch einfach im Mili-Kampf, Nahkampfkram besiegen. Ich weiß nicht genau, was er da jetzt gerade fabriziert. Der Gute. Ich finde es gut, dass er nicht das Schild zum Blocken rausholt, sodass wir den ordentlichen hitten können, auf jeden Fall. Weil ich denke, das ist einfach nur so ein ganz normaler, den wir die ganze Zeit besiegt haben. Okay. Interessant. Es hat sich wieder irgendwas getan. Was auch immer es war. Hier ist so ein Ding. Gucken wir mal, was sich tut, wenn wir da dran ziehen. Also irgendwas hat sich auf jeden Fall getan. Vision von Stille, aha. Da ist, jetzt geht's hier nach oben. Okay, da ist 100 Pro der nächste Boss. Da bin ich mir ziemlich sicher. Versucht Verbündete. Hier sind noch Items. Gut hinsehen, Ruhe. Gucken wir mal, was da drin ist. Neuer Zauberstab wäre klasse. Ring des Bindens und ein Menschenbild mal 5, okay. Das hat sich bezahlt gemacht, auf alle Fälle. Dann würde ich aber auch sagen, gucken wir mal, was der Ring kann. Weil Ringe haben wir, glaube ich, noch gar keine so richtig an. Wo sind denn Ringe überhaupt? Hier? Ah, hier oben kommen die hin, glaube ich. Hier. Der Ring. Begrenzt den TP-Abzug als Hülle. Okay, das ist ja super. Immerhin. Jetzt haben wir weniger TP-Abzug, wenn wir sterben. Na, dann gehen wir den anderen doch noch töten mit unseren 13 Zaubern. Den schnellen, der da unten bei dem anderen Boss ist.
Und dann haben wir ja jetzt hier das so weit vorbereitet, dass wir quasi zu zwei Bossen gehen können, wenn wir das wollen. Super geil. Das ist echt gut. Jetzt haben wir so einen riesen Fortschritt mal gemacht. Dank der neuen Waffe, denke ich, geht es auch wirklich gut voran. In Zukunft. Sodass wir einiges wegschnetzeln können. Die letzten Episoden haben sich also wirklich bezahlt gemacht. Vor allem denke ich, dass wir den Boss hier zuerst angehen. Weil wir hierfür nur einen Gegner quasi dann töten müssen. Den müssten wir mal ausgerottet kriegen dann noch. Das wäre super. Aber das ist noch ein bisschen in sehr weiter Ferne. Ich glaube, wir haben den erst einmal getötet bis jetzt. Wir rennen gerade mal ein paar Meter. Dann zaubern wir den jetzt tot und gut ist. So, der ist weg. Sehr gut. Dann haben wir auch wieder genug für den nächsten Skillpunkt, denke ich. So. Dann verpieseln wir uns mal wieder zum Leuchtfeuer. Das war aber auf jeden Fall ein Riesenfortschritt in die richtige Richtung. Und da oben bin ich mir sehr sicher, dass da ein Boss ist, wenn ich ehrlich bin. Hier unten bin ich es nicht. Ganz so sicher zumindest. So. Einen Ring haben wir auch endlich bekommen. Das finde ich richtig geil. Da hatten wir nämlich die ganze Zeit quasi unbenutzte Ausrüstungsgegenstände. Oder Plätze zumindest. Gegenstände hatten wir ja noch nicht. Das ist ja immer schlecht, würde ich sagen, wenn man Plätze hat, die man nicht benutzt oder nicht ausfüllt. So, skillen. Auf alle Fälle. Und dann gehen wir in der nächsten Episode wirklich mal zu dem Raum unten rein, würde ich sagen, wo wir da den Boss vermuten. So, aufsteigen bitte. Weiß gar nicht, ich glaube Vita wäre vielleicht auch mal nicht so schlecht. Bisschen mehr AP können wir gut gebrauchen. So, dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle und machen einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.